Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sie Test. So, die heutige Glückszahl ist nicht aus den Weiten des Internets, sondern aus meinen Kommentaren. Lotzi hatte vorgeschlagen, ich solle doch mal die 404 nehmen. Na dann, würde ich einmal sagen, ich bin gespannt. 404, Seed not found. Ja, Füchse haben wir hier. Also dürfte das ein Spruce-Wald sein. Ja. So, dann fangen wir an. Was haben wir denn hier zu bieten? Das sieht schon mal nach einer Schlucht aus. Gleich am Startpunkt eine Schlucht und das heißt... Direkt an der Oberfläche. Eisen, 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 Kohle, noch mehr Kohle. Ha, da ist ja die erste Rüstung schon wieder fast fertig. Kohle. Ah, wir sind in Gefahr. So. Also Eisen hat man schon mal mehr als genug hier anzubieten. Hier ist noch Kohle. Noch mehr Kohle. Da hat man dann für den Start schon mal ausgesorgt. So, ich sehe Kühe. Ich sehe Sonnenblumen, Schweine, Hühner. Eine große Ebene. Was ist denn das da? Ach so, bloß ein paar Blöcke an der Lava. Na gut. Viel Wald, viel Platz zum Bauen. Das sieht man gerne. Zuckerrohr ist da, Schafe sind da. Ah, und hier gibt es die nächste Schlucht. Und wieder haufenweise Eisen, Zombies. Kohle. Oh, guck mal hier. Eisen, 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 Eisen. Und natürlich die Kohle, um das ganze Zeug gleich durchzubrennen. Jetzt wisst ihr, warum ich die Schluchten so sehr mag. Man muss nicht ewig buddeln. Man nimmt sich ein bisschen Erde. Gleich am Anfang, wo man noch so kleiner Lappen ist. Gräbt sich hoch, buddelt das Zeug ab, brennt es durch, hat seine Rüstung, hat seine Waffen. Ende der Geschichte. So, dann fliegen wir mal in die Richtung weiter. Kürbissicht da unten. Und wir finden Wasser. Wasser bedeutet Schiffs. Na, Schiffswrack? Oder bloß andersfarbiger Stein? Ah, sieht nach einer Schlucht aus. So, dann gibt es jetzt ein bisschen Gebirge. Da ist ein Schiffswrack. Auch noch über dem Wasser, dass man leicht rankommt. Immer wieder gern gesehen. Und jede Menge Holz. Birke sehe ich, Oak sehe ich. Was ist... Achso, da waren die Birken, die dunklen. Blumenwiese. Eine Ebene. Kürbanten. Und ein Sumpf. Mal gucken, ob unsere Sommerhütte da ist. Nein. Ein Sumpf ohne Sommerhütte. Ah, da zieht sich aber noch eine Weile hin. Der zieht sich noch eine Weile, okay. Ah,
Dunkler Wald, Pferde sind da und hier haben wir jede Menge Pilze. Beide Sorten. Da sind die braunen Pilze, okay. Also für Suspicious Stew ist auch gesorgt. Also erstmal Pilzsuppe. Und da wir vorne eine Blumenwiese hatten, können wir auch Blumen sammeln für Suspicious Stew. So. Ein Dorf. Alles klar. Ein Dorf ist auch am Start. Und es hat eine Kirche. Mit Braustand. So. Wir geben dem Dorf mal ein Hallo. Jetzt wollte ich mal gucken, hier war doch eben ein Bauwerk, was ein bisschen rausgestanden hat, was mir verdächtig vorkam. Das da. Die Bauart ist mir nämlich unbekannt, vor allem weil man das Bett oben auf dem Dach hat. Ernsthaft, Freunde? Wie sieht das da von innen aus? Teppich, Gras, Fletchery. Na gut. Ach nein, das ist gar kein Bett. Das ist Wolle. Farbige Wolle. Okay. So. Der nächste Sumpf. Wir haben unseren Startpunkt immer noch links. Und wir kommen in eine Wüste, gleich mit Savanne daneben. Eine Wüste bietet eine gute Chance nachts auf Husks, dass man die jagen kann. Ja, für einen Wüstentempel ist das Ding zu klein. Da hinten ist nichts. Hochgebirge. Falls man mal wieder Skifahren will. So. Wir bewegen uns jetzt so also langsam Richtung Startpunkt zurück. Da drüben ist er. Und begeben uns jetzt mal in die andere Richtung. Strand. Ein Dorf. Das ist ein Tundra-Dorf. Sehr gut, mit Dorfbewohnern. Alles da, was man braucht. Die haben schon ihren Schornstein am Laufen. Sehr gut. So. Hallo Kätzchen. Oh, und gleich ein. Ach, guck mal. Hier unten geht das Dorf weiter. Da muss man ja dann aufpassen, dass sich die Leute hier nicht zu Tode stürzen. So. Ja, aber im Moment, große Abenteuer heißt. Hohoho. Wer hat denn hier das Licht ausgeschaltet? Große Abenteuer hat noch nicht gefunden. Schiffswracks sind da. Fliegen wir ein Stück aufs Meer raus. Vielleicht finden wir ja hier noch was Schönes. Bisschen Festland. Oh, toll. Na super. Noch ein Schiffswrack direkt an Land wieder. Und Gebirge. Das nächste Schiffswrack. Jetzt könnte ich auch ein paar Unterwasserruinen gebrauchen. Wie die dort zum Beispiel. Nein, ist keine. Das ist eine. Hier sind Unterwasserruinen. Gleich mit einer Schlucht. Einem Schiffswrack. Alles klar, ist am Start.
Und das nächste Dorf. Sehr gut. Mit Schmiede. Was sagt die Sonne? Da. Da lohnt sich's eigentlich kaum, denen ein Hallo zu hinterlassen, denn wir machen uns jetzt so langsam wieder auf den Weg nach Hause. In den Sonnenuntergang. Also Dörfer habe ich gefunden, Schiffswracks, Unterwasserruinen. Ein Prismarientempel ist nicht am Start, zumindest in der näheren Umgebung. Ansonsten viel Wald, Schluchten, sodass man am Anfang einen relativ leichten Start hat. Platz zum Bauen, nicht zu zerklüftet, also man hat hier nicht 100.000 kleine Inseln, sondern wirklich mal eine Fläche, wo man bauen kann. Ja, jede Menge Holz. Eigentlich eine gute Gegend. Aber ich glaube, die würde ich erstmal ein bisschen erkunden, bevor ich mich entscheide, wo ich sesshaft werde. Immerhin sind gute Dörfer in der Nähe. Man hat schon mal einen Braustand vor der Tür. Und dann läuft der Laden. So, hier ist unser Startpunkt. Das heißt, es geht abwärts. Ja, hallo. Guten Morgen, Untergrund. Und da ist die Mine. Sogar eine richtig große. Viel Holz, viel Giftspinnen, viel Abenteuer. Und guck mal hier, die Schlucht. Was da alles an Eisen gibt. Da ist noch eine Mine. Das ist die zweite. Die steckt hier hinter. So ein bisschen versteckt. So, da ist er. Ja, super. Zwei große Minen gleich. Oh, da hinten geht sie noch. Oh, das ist schon die dritte? Wow, wow, wow. Okay. Ich denke mal, die hängt zusammen. Das ist eine große zusammenhängende Mine. Ja, da hat man ausgesorgt. Also, wer sich hier reinbuddelt, der findet alle Nase lang Spaß. Ein guter Seed. Ich würde zwar sagen, 404, Temple not found. Aber es gibt genug Dörfer, es gibt einen leichten Start. Viel Platz zum Bauen. Ich würde es eher als Baumap sehen. Und nicht so als die große Abenteuermap. Aber eine richtig gute. Gute Idee. Die würde ich aufheben, die Map. Warte mal. Ach so, wir sind ein Stück weggeflogen, wollte schon sagen. Weil hier ist ein Dorf in der Nähe, aber wir haben uns ja von unserem Startpunkt entfernt. Genau, das war das Dorf. Nee, ist schon wieder das nächste. Halt mal. Da ist unser Startpunkt. Also man hat gleich um die Ecke. Das erste Dorf. Super. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch noch weitere Zahlen einfallen, immer her damit. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. See you later.